und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Mini Metro. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was wir jetzt in diesem Spiel machen müssen, aber das werde ich schon noch erfahren. Bevor das Video beginnt, würde ich sagen, like das Video und abonniert auch bitte meinen Kanal. Das wird mir wirklich weiterhelfen. Aber hier haben wir jetzt auch schon den Bürgermeister und der will uns durch das Tutorial führen. Ja, okay, machen wir einfach mal das Tutorial mit ihm. Okay, wir haben hier ein Build-Menü anscheinend. Oh mein Gott, warum ist der Text so langsam? Ja, ich drücke da drauf. Okay, was sollen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir ein Haus kaufen. Ja, hier ein Small House. Kaufen wir das. Dann können hier Leute leben, denke ich mal. Placen wir hier ein paar. Und canceln das dann. So, ich habe doch gerade schon ein Haus gekauft. Oh mein Gott, muss ich jetzt noch eins kaufen? Dann kaufe ich halt noch ein Haus. So, jetzt haben wir mehr Population und das bringt uns auch mehr Geld oder bessere Buildings. Okay, er sagt bessere Buildings. Let's start make money. Okay, dann machen wir halt jetzt Geld. Economy. Ich habe kein Geld dazu. Oh mein Gott. Ich habe gerade mein ganzes Geld rausgehauen. Ich habe kein Geld mehr dazu. Ja, dann muss ich hier wohl jetzt hier warten, bis ich genug Geld habe für ein Restaurant oder so. So, Leute, ich bin jetzt einfach nochmal gelieft und neu gejoint und habe jetzt das Tutorial einfach mal übersprungen, weil ich hoffe mal, wir brauchen das nicht, aber ich habe ein bisschen wenig Geld. Und um mehr Geld zu bekommen, bräuchte ich wirklich bessere Economy. Und dann muss ich jetzt trotzdem noch warten. Also ich kann jetzt hier nichts wirklich machen, außer vielleicht mal die Map erkunden. Das können wir währenddessen schon mal machen. Ich mag es, dass wir sehr hohe Player-Speed haben schon mal. Das gefällt mir. Oh, das ist ein kleines Obby oder was ist das hier? Weil dann mache ich das mal. Oh mein Gott, das ist fast unmöglich. Mit dieser Speed, oh, das ist sehr schwer. Dann hier auf die Palmen, auf diese Palme und hier weit. Boah, das kann man nicht mal richtig einschätzen. So, hierauf. Oh mein Gott. Ich schaff das gar nicht. So, hier und hier hin. Dann hier. Rau, wow. Das war knapp. Hier hin. So, und wir sind wieder auf der Palme. Dann wieder auf der Palme. Und da. Viel zu weit. Wir haben aber jetzt auch schon 1200 Cash. Bald haben wir es. Ich will jetzt aber dieses Obby vielleicht schaffen. Kann ich auch vielleicht meinen Speed ausstellen? Ich glaube nicht. Aber ich kann meinen City Name ändern und zwar zu Obama. Perfekt. Meine City heißt jetzt Obama und Obama ist gut. So, hier hin. Oh mein Gott, das funktioniert ja nicht mal gescheit. Ich bin viel zu schlecht für dieses Obby hier. Ne, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch wieder zurück. Hier haben wir noch ein bisschen Wasser, durch das man einfach laufen kann. Und jetzt gehen wir zurück zu Obama. Wo ist Obama? Hier steht niemand. Hier steht nirgendwo Obama. Muss ich das so machen? Ah, jetzt steht hier Obama. Das ist meine City in Pink. Obama. Obama ist die Hut. So, und ich kann mir hier ein Restaurant kaufen. Gleich, wenn ich dann mal das Geld habe. Das könnte noch ein bisschen dauern. Jetzt habe ich das Geld dazu. Dann kaufe ich mir ein Restaurant her. Muss ich nur schauen, ob ich hier auch schon die richtige Seite habe. Hier ist sie. Und jetzt haben wir ein Restaurant und sollten ein bisschen mehr Geld bekommen. Bisschen schneller. Ich glaube, dann gehe ich jetzt aber auch erstmal mehr auf Restaurants. Die könnten mir helfen. Okay, Fire has extinguished. Okay, hier habe keinen. Dann sellen wir das mal und das hier auch, weil wir brauchen erstmal keine Population, sondern erstmal ein bisschen Geld. Dann können wir uns die Population gleich im Anschluss dazu kaufen. Aber gerade ist sie noch nicht so wichtig gewesen. Es ist auch ziemlich egal, welches Haus wir uns kaufen, oder? Warum wollt ihr denn davor, dass wir uns ein Small House Tan kaufen? Keine Ahnung. Ist ja egal. A Thunderstorm has started. Oh mein Gott, da ist jetzt wirklich ein bisschen Regen hier. Aber hier haben wir auch so kleine Quests. Achieve $100 per second. Ich glaube, das werde ich jetzt als erstes mal gehen. Und dann on your way, achieve 500 population und 100 population. Ja, ich gehe jetzt erstmal auf diese $100 per second und dann auf die 100 population. Obwohl es vielleicht andersrum ein bisschen schlauer wäre. Ist mir aber ziemlich egal an der Stelle. Weil wir machen jetzt gut Geld. Also ziemlich schnell Geld. Pro Sekunde schon 35. Wir brauchen nicht mal mehr 50 Sekunden, um uns so ein Ding zu kaufen. Wir können jetzt auch mal eine Tankstelle oder so kaufen, weil davon haben wir noch keine. Das ist jetzt das nächste Investment, das wir tätigen werden. So eine Gasstation. Am besten nicht direkt neben das Food, sondern ein bisschen woanders hin. Setzen wir die Gasstation dahin. Das könnte Sinn machen. A restaurant has flooded. Oh mein Gott, wie kann ich das verhindern? Ich weiß nicht, wie kann ich das verhindern? Egal, ich will jetzt erstmal das hier kaufen. Und dann schauen wir mal, wie wir das verhindern. So, move. Wenn wir das jetzt einfach mal hier... Ich weiß nicht, wie kann ich das verhindern? Keine Ahnung. A robbery is taking place at a restaurant. Oh mein Gott, was soll ich dagegen machen? Was kann ich da dagegen machen? Ich glaube noch gar nichts, oder? Oh, ein Bürger meldet sich. Er will eine weitere Gasstation. Und wenn ich noch eine kaufe, dann bekomme ich einen Cash-Bonus. Dann kaufen wir noch eine Gasstation für dich, Broski. Okay. Was zeigt er mir da? Hallo, was zeigst du mir da? Ja, hallo. Interessiert niemanden. Es interessiert niemanden. Das will ich nicht. Ich will nur eine Gasstation bauen. Oh mein Gott, endlich. Jetzt habe ich auch mehr Cash dazu bekommen. Jetzt kann ich mehrere Sachen kaufen. Hallo, hallo. Ich kann nichts machen. Warum kann ich nichts machen? Ich resette mal. Was? Ich starte das Spiel nochmal neu. Oh mein Gott, das war ganz sehr komisch. Aber ich habe jetzt das Spiel nochmal neu gestartet und ich hoffe,
das funktioniert besser. Okay, nein, ich brauche das nicht. So, hier einfach ein Restaurant oder noch eine Gasstation, noch eine und noch eine und dann jetzt noch zwei Restaurants und dann sollte es passen eigentlich vorerst. So, hier noch eins und wir haben über 100 pro Sekunde und das gibt mir 1000 Cash. 1000 Cash ist gar nicht so viel, wie ich wollte eigentlich. Ich hätte irgendwie schon 5000 oder so wenigstens erwartet, aber anscheinend sei mir das nicht gegönnt. Dann kaufen wir uns hier ein paar Häuser. Wir haben ja das Geld. Jetzt sind wir auch wieder auf unsere 75 Population. Dieses Haus könnten wir vielleicht mal moven. Moven wir das hierhin. Einfach so. Und dann setzen wir hier solche Small House Tents hierhin. Und wir haben über 100 Population. Das heißt, wir können jetzt auch hier neues Zeug kaufen. Neuen Clothing Store, Pawn Shop oder Mechanic. Oder auch ein Supermarket. Das gibt uns jetzt auch dann wieder einen Haufen an Geld. Und ich mag einen Haufen an Geld. Und mir fällt auf, es wäre viel schlauer, wenn ich einfach eine Gas Station baue. Oder einige Gas Stations, weil die rentabler sind für mich. Um einiges rentabler. Deswegen kaufe ich jetzt einfach mal ein paar Restaurants mehr, weil die besser sind gerade in diesem Moment. Vielleicht wird es ja in Zukunft so, dass die anderen rentabler sind, aber gerade sind Restaurants und Gasstations viel preiswerter und geben auch mehr Geld. Weil ich, wenn ich nämlich einen Clothing Store für 5000 kaufe, bekomme ich nur 25 Cash pro Sekunde. Und wenn ich eine Gasstation im Wert von 5000 kaufen würde, würde ich knapp 33 Dollar pro Sekunde bekommen. Also wäre das viel besser. Deshalb kaufe ich jetzt einfach so weiter. Ja, nächstes Ziel, achieve 300 Dollars per Second. Ja, das habe ich bald. Und 500 Population, das wäre auch nicht so schwierig, glaube ich. Ich weiß aber auch nicht, was mit diesen da los ist immer. Hält doch nicht rum, oh mein Gott. So, das nächste bei Housing, da bekomme ich mehr Population und da lohnt es sich. Da lohnt es sich, diese Häuser zu bauen. Die lohnt es sich schon zu machen, aber bei den anderen überhaupt nicht. So, habe ich jetzt zwei von denen. 185 Population schon mal. So, wie viel brauche ich denn? 500 für die nächsten Sachen zum Freischalten. Deshalb gehe ich jetzt auch ein bisschen mehr auf Economy wahrscheinlich, weil mir das auch gut weiterhilft. Ja, ich bin jetzt schon knapp bei 200 pro Sekunde. Wie brauche ich denn zum Rebirthen? 15 Millionen, okay. Und 5% aller Population und Cash per Second Bonus. Okay, 5% mehr. Das ist gar nicht so viel wie erwartet. Oh mein Gott, dieser Typ hat ja einfach schon 143 Rebirths. Okay, Bro, ich glaube, du hast ein bisschen dieses Spiel gespielt. Ein bisschen. Ja, kaufen wir jetzt einfach ein paar mehr Tankstellen hier für das Geld. Wir wollen ja das Geld haben. A Hailstorm has started. Ist es ein Hagel? Weil Hagel ist, glaube ich, gar nicht so nice. Vor allem, wenn die Hagelkörner größer sind als die Häuser gefühlt. Was ist das da hinten über? Wofür ist das da? Das ist einfach so mein Bauunternehmen und ich baue das so eine Ministadt oder... keine Ahnung. Kann hier was markieren? Kann ich das hier auch? Nee, ich kann nur hier Sachen markieren. Okay. Das ist sehr, sehr komisch. Nein, ich kann hier auch markieren. Seit wann kann ich hier in Roblox markieren? Okay. Kann ich hier mehrere... Ah, deshalb kann ich das machen. Okay, das ist schlau. Das macht Sinn. Cancel aber. Das brauche ich gerade nicht. So, ich kaufe mir ein paar mehr Gas Stations, würde ich sagen. Hier diese Reihe voll. Und dann auch noch ein paar mehr Restaurants. Da kann ich in der zweiten Reihe mittlerweile schon anfangen. Oh, ich habe gerade sehr viel Cash dazu bekommen. Und wir machen jetzt knapp 400 pro Sekunde. Oh mein Gott. 400 pro Sekunde. Das ist einiges. Wir können jetzt eigentlich wieder auf Population gehen bald. Aber ich mag es, viel Geld zu verdienen. Ich mag gerne Geld. Geld ist cool. Ja, ist doch egal. Das juckt mich in Robbery, ganz ehrlich. So, und jetzt gehen wir mal wieder auf ein paar Gas Stations. Die wollen wir natürlich auch haben, oder? I would love if you could build another family house. Okay, er will ein Family House. Family House kann ich dir auch bauen. So, hier eins bekommst du. Dafür bekomme ich Cash von dir, habe ich gehört. Oh, 5k. 5k Cash. Nice. Und dafür baue ich euch sogar ein paar mehr Gas Stations. Ich glaube, ihr habt noch nicht genug. Oh mein Gott. Ich baue einfach so viele von diesen Gas Stations und Restaurants. Und es lohnt sich sogar noch. Oh mein Gott. So, das hier alles. Komplett vollballern. Fast 700 pro Sekunde schon. Ja, 1000 pro Sekunde. Das schaffen wir auch noch easy. Und es geht halt auch exponentiell nach oben, wie viel Geld ich verdiene pro Sekunde. Weil ich verdiene immer mehr. Und ich kann mir auch immer mehr leisten. Weil die Dinger werden ja nicht teurer. Oh mein Gott. Fast 800 pro Sekunde. Ich kann mir jede zweite Sekunde eine von diesen Gas Stations oder so kaufen. Aber irgendein Punkt ist es also weit. Da brauche ich teurere Sachen. Aber jetzt noch ganz sicher nicht. Weil ich so viel Platz habe hier noch. Ja, viel zu viel Platz gefühlt. Und deshalb baue ich hier alles voll einfach. Es ist jetzt schon die sechste Reihe oder so von diesen. Und ich bin fast bei 1000 Cash pro Sekunde. Bald kann ich mir jede Sekunde ein neues Restaurant oder so kaufen. Einfach ein bisschen mehr Geld in Westen. Und wir haben 1k pro Sekunde. Und wir bekommen 100.000 Cash. 100.000 Cash, das können wir gut investieren. Und zwar in diese Dinger hier. Oh mein Gott. Seht ihr das? Wie viel Cash ich da rausbekomme? Einiges an Cash. Oh mein Gott. Habe ich viele Restaurants gerade gebaut. Jetzt kann ich auch ein paar Gas Stations wieder bauen. Nächstes Ziel wären dann Population. Okay, ich habe gar kein Geldziel gerade, weil ich so viel Geld schon habe mittlerweile, glaube ich. 1800 Dollar pro Sekunde. Ich werde so reich. So reich. Und ich habe zu wenig Geld gerade. Achso, ich kann aber sowieso jede Sekunde irgendwas bauen. Also ist es egal. So, ich glaube mit 2100 Cash pro Sekunde kann ich da mal anfangen, hier ein paar neue Häuser zu bauen. Aber gerade noch nicht. Ein paar Restaurants brauche ich noch, glaube ich. Eigentlich nicht, aber ich will noch ein paar Restaurants haben, weil ich kann sie. So, einfach ein paar mehr Restaurants kaufen. Easy, die Reihe machen wir noch voll und dann kaufe ich mir ein paar Häuser, glaube ich jetzt. Ah, ich bin noch nicht ganz bei 2500. Das hätte ich eigentlich schon noch gerne. Dann kaufe ich hier noch ein paar Häuser. Da haben wir 2500. Aber es sieht jetzt nicht schön
aus. Ich bin so in so einer Sucht gefangen jetzt. Ich muss immer mehr kaufen und immer mehr und immer mehr. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Weil ich kaufe jetzt ein paar Häuser. Und zwar hier ein paar blaue Häuser. Ist ja egal. Einfach hier, bis wir die Population von 500 haben. Und jetzt können wir uns bessere Häuser kaufen, habe ich gehört. Und zwar die hier, 125 pro Haus. Das sollte jetzt easy gehen. Wir haben gleich die 2000er Population. Gar kein Problem. Haben wir die jetzt schon abgehakt. Dann sollen wir uns jetzt neue Häuser kaufen können für 40k. Aber wir schauen jetzt auch mal auf die Economy, weil es würde mich interessieren, wie schnell kann ich jetzt mit diesen Dingern Geld verdienen. 65k, 275. Rentiert sich das? Nein, es rentiert sich immer noch nicht. Eigentlich rentiert es sich immer noch nicht. Aber ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich mir denke, ich könnte mal eine Fire Station oder Police Station bauen, weil vielleicht lohnt es sich hier. Oder vielleicht, es könnte schon sein, dass es sich lohnt, vielleicht irgendwann. Aber was ich jetzt auch machen will, ich will das ja natürlich gerade hinstellen, deshalb will ich das jetzt moven. Hallo? So, hier hin moven. Genauso. Und jetzt nehme ich mir eine Police Station, baue da noch ein paar Stück hier hin. Was? Woher habe ich jetzt 750.000? Oh mein Gott. Ich habe gerade sehr viel Cash bekommen. Ist ja egal. Jetzt baue ich ein paar mehr Häuser. Ich bekomme jetzt schon 5.900 pro Sekunde. Oh mein Gott. So, ein paar Townhäuser. Ganz easy, geschmeidig einfach ein paar hinbauen. 10.000er Population brauche ich. Das soll denn nicht mehr so lange dauern, hoffe ich mal. Kann ich auch diese kleinen Häuser hier einfach mal abbauen? Weil wer braucht die denn noch? Sell. So, hier. Die alle eigentlich. Ja, sellen wir die hier. Dann die hier auch. Braucht niemand. Die braucht auch niemand. With another Fire Station. Ja, ja, okay. Ich kaufe dir schon eine Fire Station gleich. Oder ich kaufe sie dir jetzt, damit komme ich gut Geld da doch. Dann holen wir dir schon mal eine Fire Station und bekommen 162k. Gegen die sage ich auch nichts. So, und ein paar mehr Townhäuser. Damit wir auch auf die 10k Population kommen in Zukunft. Da können wir dann auch diese Häuser mal verkaufen. Wer braucht die schon noch? Ist doch komplett egal. Niemand braucht die Häuser mehr, wenn auch jeder in großen Wohnhäusern wohnen kann, die hier auch einiges am Platz bieten. So, eines von den Häusern brauche ich noch. Und dann habe ich auch die 10k Population, die ich haben wollte. Bekomme 400.000 Cash dazu. Hui! 400.000 Cash. Und da kann ich mir jetzt auch einen Headstore holen. Es lohnt sich aber wirklich nicht her, vom Geld her, das alles zu kaufen. Es lohnt sich überhaupt nicht. Deshalb kaufe ich mir jetzt auch weiter Police Stations einfach, weil die lohnen sich wenigstens ein bisschen. So, hier Police Stations und auch noch ein paar Fire Stations. Die lohnen sich auch wenigstens noch einigermaßen. Aber sieht, ich habe hier eine riesen Gelddruckmaschine. Oh mein Gott. 10.000 Dollars per Second wäre mein nächstes Ziel dann. Das soll ich auch demnächst erreicht haben. Das soll nicht mehr so lange dauern, denke ich. Ich bin auf einem guten Weg dahin, jedenfalls. Ich glaube, ich brauche jetzt noch 3 Fire Stations oder 2 eher. Und dann habe ich das Ziel auch schon erreicht mit einer Fire Station noch, die ich mir jetzt gleich kaufen kann. Und zwar jetzt. Und bekomme 1,5 Millionen Cash. Das ist so viel Cash, das ich bekomme. Deshalb kaufe ich mir einfach noch weitere Fire Stations, weil die mir gut Cash geben. Aber X. Und wir müssen jetzt noch hier die moven, weil ich mich hier verbaut habe. So, und jetzt weitere Police Stations, weil die mir auch gut Cash geben. So, fahren wir hier einfach mal weiter. Da habe ich mich schon wieder verbaut. Aber ist ja nicht so schlimm. Und ich habe mich schon wieder verbaut. Oh mein Gott, ja. Ist ja egal an der Stelle. Ich kann das hier später alles noch richten. Ich habe jetzt jedenfalls erstmal fast 20k pro Sekunde. Und das ist einiges. Auf die 20k will ich jetzt schon noch kommen. Die habe ich ja schnell zusammen. Da brauche ich noch 2 Police Stations wahrscheinlich. Oder ich habe sie schon. Perfekt. Und jetzt muss ich mir auch neue Häuser bauen. Ich könnte mir auch hier irgendwelche Dekorationen bauen. Aber ist ja egal. Braucht keiner. Neue Population. Apartments Blue hier. Stellen wir ein paar Apartments hin. 30.000 Population brauchen wir. Es geht auch ganz klar. Haben wir bald. Sollen nicht mehr allzu lang dauern, denke ich. Wir sind ja jetzt schon bei 15.000 und ab 30.000 schalten wir die Kondos frei. Und bei der Economy, was schalten wir da frei? News Station und Hospital. Hospital wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Auch wenn die, glaube ich, hier gar nichts bringen. Oh mein Gott, ich habe hier einen Hubschrauber, der hier einfach rumfliegt. Ist es ein Polizeihubschrauber oder so? Das kann ich mir gut vorstellen. Einfach ein Polizeihubschrauber, der die ganze Zeit rumfliegt. Was ist aber übrigens das hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht schalte ich das mit Rebirthen oder so frei. Was weiß ich. Schauen wir mal zu anderen Leuten hin. Der hat hier einiges. Okay. Er hat hier einiges. Oh mein Gott. Dann der hier hat sich ein schönes Städtchen gebaut. Das kann ich vielleicht auch mal machen. Ich sehe mich da gerade aber nicht so drin. Ich bin eher der Kapitalist, der Geld, Geld, Geld will. Der hat ja auch auf ein schönes Städtchen geachtet, was schon. Die bauen ja alle so schöne Städte, bis auf dieser Flame da drüben, der komplett auf Effizienz ging. Und ich, der, das hier gemacht hat. Was auch immer das sein soll. Oh mein Gott. Ja, jedenfalls, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Cash und kaufe mir ein paar weitere Apartments. Vielleicht bekommen wir ja die 30.000 Population mit diesem Geld hier zusammen. Ich weiß es nicht. Ja, doch, schaffen wir. Und wir haben nochmal 750.000 dazu bekommen. Wie weit kommen wir denn mit dem noch? Gar nicht mehr so weit, denke ich. Aber was könnten wir jetzt kaufen von der Economy hier? Für 300k eine News Station, die uns auch nicht sieht, die jetzt auch nicht so gut ist. Das ist jetzt auch nicht so krass eigentlich. Kaufen wir noch ein Hospital. Das war's dann auch, glaube ich, weil so viel bringt uns das gar nicht. Also ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ciao.